Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, euer Kornel bei einer kleinen, kurzen Kornelswelt. Ich wackel nochmal an der Kamera, wunderbar. Meine Haare sehen immer aus wie aus dem Ei gepellt. Ganz kurz, die Qualität des T-Bones ist, glaube ich, in diesen Kornelswelt-Videos ein bisschen schlechter. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich glaube, es hört sich jetzt immer noch so an wie beim ersten Kornelswelt mit dem T-Bone. Und ich glaube, das ist ein bisschen anders, wie wenn ich das mit DxTory oder mit Audacity aufnehme. Ich nehme aber halt das T-Bone jetzt über die Webcam-Software auf und ich glaube, da geht Qualität einfach ein bisschen verloren. Da ist so ein bisschen metallisches Klickern im Hintergrund, glaube ich, jetzt. Manchmal. Naja, ist nicht so schlimm. Ich habe einfach nur keine Lust, mit Audacity aufzunehmen, weil da müsste ich synchronisieren und rendern, und das ist bei den Kornelswelt-Sachen immer so ein bisschen, da habe ich nicht so große Lust zu, denn so geht's ja auch. Es soll auch gar keine lange Kornelswelt werden, eigentlich eine ganz, ganz kurze. Ich möchte mich nur ganz kurz äußern zum Google Plus Upgrade von YouTube, was jetzt heute in Kraft getreten ist, und das werden wir uns einmal ganz kurz zu Gemüte führen. Ansonsten gibt es morgen ein Spezialvideo, also seid alle gespannt, wenn ihr morgen aus der Schule kommt, guckt mal, was bei Kornel auf dem Kanal so abgeht. Und ich kann euch sagen, die MKW morgens sind wahrscheinlich wieder da. Wahrscheinlich geht es Samstag und Sonntag wieder mit einem MKW morgen los. Welches MKW genau, das werdet ihr natürlich dann sehen. So, es ist so, dass heute Nacht, als ich ins Bett wollte eigentlich, habe ich auf einmal gemerkt, ey, ich kann gar keine Kommentare mehr schreiben. Ich konnte keine Kommentare mehr schreiben. Das lag natürlich daran, ey, du musst den Google Plus Konto machen, bla 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 bla. So, gesagt, getan, das ist nicht das große Problem. Du klickst einfach auf, ich will den Namen behalten, und dann kriegst du ein Google Plus Konto einfach so zu deinem YouTube-Kanal dazu. Und dann hast du halt einfach YouTube und Google Plus verknüpft, und da ändert sich im Prinzip gar nichts. So, wenn du dein Profilbild ändern willst, dann musst du auf die Google Plus Seite gehen und das da ändern. Das ist auch nicht so das Problem, das ist relativ einfach. Was ihr jetzt sehen könnt, ich habe meinen Namen ein wenig geändert, und zwar heiße ich jetzt, oder was heißt, ja doch, es ist, glaube ich, jetzt rein mein richtiger, also mein Name meiner Seite, also von meinem Kanal, ist immer noch The Kornel LP. Wenn ihr auf meinem Kanal seid und oben in die URL guckt, dann steht da jetzt zwar was ganz Komisches, aber wenn ihr mich in der URL suchen wollt, dann gebt ihr da einfach ein /TheKornelLP. Das bleibt gleich. Aber angezeigt wird jetzt Kornel Let's Play. Ich habe mir das abgeguckt bei der Honeyball LP. Ja, da müssen wir ja gar nicht um den heißen Brei reden. Die hat das ähnlich, die hat das Layout technisch halt genauso mit dem Namen gemacht, und ich fand das ganz schön, weil es halt einfach mein Nutzername ist, Kornel, mein Nickname, und ich mache Let's Plays, also steht dahinter noch Let's Play. Kornel, Let's Play. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Was ich noch nicht ausprobiert habe, ist, wie das auf der Videoseite, ja, es sieht, Kornel, Let's Play. Ich finde, es sieht sehr schön aus. Ich finde es besser wie The Kornel LP, denn ich bin Kornel und ich mache Let's Plays. Ich finde es so besser. Deswegen bin ich damit eigentlich auch schon sehr zufrieden, denn mir gefällt es tatsächlich. Und ich muss auch sonst sagen, ich bin nach erstem Schock ein bisschen, ich bin sehr positiv, was das Ganze mit Google Plus angeht. Natürlich, man kriegt eine Google Plus Seite, wenn man die nicht will, das ist halt so, ne, kriegst du halt. Aber du musst da nicht groß was machen, ne? Du musst nichts auf deiner Google Plus Seite machen. Du hast die halt einfach, ja, die gibt's halt so. Und da steht nicht viel drauf. Die Information kann er logischerweise nur von YouTube übernehmen. Das heißt, alle Informationen, die es auf YouTube gibt, gibt es dann auch auf Google Plus. Aber großartig anders. Also da ist jetzt nichts, was du nicht willst, was da stehen soll, denn all das würde auch auf YouTube stehen. Von daher ist es so. Also glaube ich zumindestens. Du kannst, wenn du Kommentare schreibst, gibt's unten, unter dem Kommentar ist so eine Box, da ist so ein kleiner Haken drin, auf Google Plus teilen. Wenn ihr das nicht möchtet, dass eure Kommentare auf Google Plus angezeigt werden, macht ihr da einfach den Haken raus. Allgemein müsst ihr jetzt mal immer überall gucken, weil überall steht da noch und auf Google Plus teilen. Das machen die natürlich jetzt extra, weil sie hier wollen, bla bla bla. Ja, aber das ist nicht so schlimm, ne? Wie gesagt, wollt ihr nicht, dann macht ihr einfach den Haken raus, dann sieht man euren Kommentar nur unterm Video und nicht auf Google Plus, oder nur auf eurem Kanal und nicht auf Google Plus und so weiter und so weiter, und von daher ist es eigentlich komplett egal. Ja. Ihr könnt natürlich jetzt meine Google Plus Seite suchen und mir ein Plus geben.
Ich habe keine Ahnung, wie man meine Google Plus Seite findet. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, wie man meine Google Plus Seite finden sollte. Ich weiß gar nicht, wie man überhaupt auf Google Plus nach irgendetwas sucht. Deswegen. Aber das ist alles nicht so schlimm. Man, das ist alles. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Ja, das ist auch ein Plus, was ich. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Ich finde auch. Ich finde so. Also das, was sich auf YouTube geändert hat, ist, dass es jetzt den Posteingang nicht mehr gibt. Dafür habt ihr halt die Glocke. Da habt ihr die Google Plus Benachrichtigungen. Und da ist alles, also kommentartechnisch alles drin, was ihr braucht. Und ansonsten kann man halt immer noch, ich mache das immer so, ich gehe in den Videomanager, klicke auf die Kommentaranzahl und dann kriege ich halt eine Seite, da sind alle Kommentare. Von daher ist das halt für mich auch überhaupt nicht das Problem. Die PNs kriegt ihr noch in der, im Posteingang. Im Posteingang, das ist halt einfach so, ihr klickt auf Videomanager und wenn ihr auf Videomanager geklickt habt. Ah. Jetzt habe ich hier irgendwas Komisches gemacht. Ja, ich möchte. Ach so, Dankeschön. Keine Ahnung. Er hat mich gerade gefragt, als was ich YouTube verwenden will. Ich habe, glaube ich, drei Google Plus Seiten. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob man meine Google Plus Seite überhaupt finden kann, weil ja, ich habe davon viel zu viele. Was man auch merkt ist, es ist, ich weiß nicht, ob das jetzt an der Umstellung liegt, aber es ist momentan so viewtechnisch und so. Es ist mein, ja, wobei, ja, mein Sonic Path ist ein ziemlich schlecht gestartet, mal gucken. Es wäre natürlich schlecht, wenn das jetzt Views kosten würde, weil die Leute die nicht mehr gucken, aber ich denke, so schlimm wird das nicht. Ja, also ihr könnt dann auf Videomanager klicken, auch wenn ihr keine Videos habt, ihr klickt einfach auf Videomanager, dann habt ihr da hochgeladene Videos, dann steht da 0 in der Mitte und links habt ihr ein Menü und da steht der Posteingang. Da steht dann Videomanager, Community, Kanaleinstellungen, Analytics, Posteingang, Kreativtools, Feedback geben. Da kommt ihr noch in den alten Posteingang. Und da wird mir gerade auch ein Kommentar angezeigt. Weil die meisten Sachen werden jetzt nicht mehr in den Posteingang, ja. Keine Ahnung. Das ist halt so ein bisschen. Es ist wahrscheinlich noch ein bisschen Übergangsphase. PNs findet ihr auch noch da. Also immer Videomanager Posteingang oder ihr gebt oben einfach youtube.com/inbox ein, dann seid ihr auch in dem Posteingang drin. Es ist aber nicht so das Problem. Also den findet man auch noch, ist ein bisschen umständlich momentan, es wird sich wahrscheinlich noch irgendwie ein bisschen was umstellen. Aber ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, weil, warum mache ich dieses Video überhaupt? Weil ich schon so erste Rückmeldungen gehört habe, die so gesagt haben, nö. Und dann habe ich einen Kanalkommentar bekommen, der gesagt hat, Google Plus suckt. Und wie gesagt, ich bin auch jetzt nicht überglücklich damit, wie es momentan ist. Aber ich finde es sehr interessant und ich finde es eigentlich sehr schön und man muss den Sachen auch eine Chance geben. Ja, und wir sind hier auf YouTube und YouTube gibt es, weil wir Google haben. Klar, YouTube wurde nicht von Google erfunden, aber Google hat YouTube gekauft. Bedeutet, YouTube läuft, weil Google läuft. Und wenn Google halt gerne irgendwie mehr Traffic auf Google Plus möchte und das halt jetzt so macht, dann helfen wir ihnen halt dabei. Dafür haben wir diese schöne YouTube-Seite und wir können hier unsere Videos hochladen, jeder wie er will und seinen Zuschauern Content bieten. Und ich persönlich habe überhaupt gar kein Problem damit, wie es momentan ist. Ich finde es eigentlich ganz cool. Dieser neue Posteingang quasi, also diese Google Plus Benachrichtigungen, das sieht auch ziemlich modern aus. Ich finde es ein bisschen cool. Und ansonsten, ja, ich habe jetzt den Namen geändert, das fand ich auch richtig cool, weil The Cornel LP, es ist einfach Kacke, ne, diese The. Cornel LP hätte sich auch scheiße angehört, aber The Cornel ist auch kacke. Aber der Cornel LP wäre auch kacke gewesen. Ich hätte mich natürlich der Cornel nennen können. Das wäre cool gewesen, aber ich war nicht so schlau wie Dexter, als ich meinen Kanal erstellt habe. Ich hätte Dexter mal vorher kennen sollen. Warum zieht seine Mutter auch dahin, wo sie wohnen? Naja. Ihr hättet und, ja, ist auch egal. So, auf jeden Fall. Ja, Google Plus. Ne? Ich wär sehr, sehr froh, wenn es nicht diesen Mega-Aufschrei gibt. Ich wäre sehr, sehr froh, wenn nicht dieses Mega-Blö-Blö-Blö von jedem und jeder sagt dann, wie schlimm alles ist und wie scheiße und Google,
wird dann beleidigt wieder und die Google-Mitarbeiter werden wieder als Freiwillige in die Luft geschossen und die machen alle nur ihre Arbeit, die machen ihre Arbeit so, wie sie ihre Arbeit machen sollen. Das wird alles schon irgendwo hoffentlich was bringen. Und wenn es nur ist, dass Google sich ein wenig bereichern kann, dann wissen wir wenigstens, dass wir auch noch weiter mit YouTube rechnen können. Und solange Google glücklich ist, bin ich das auch, denn meine Videos haben im Endeffekt nicht viel mit Google zu tun. Sie laufen nur auf ihrer Plattform und solange das möglich ist, bin ich sehr zufrieden. Und ich glaube, sollte YouTube irgendwann mal einstürzen, dann ist es ein ziemlich weiter Rückschritt. Denn so ein Traffic wie auf YouTube bekommst du nicht ganz so schnell auf eine neue Seite. Das ist ein, glaube ich nicht. Ich glaube, wenn du jetzt sagst, YouTube nehmen wir runter, ich glaube, da würde sehr viel wegbrechen an Zuschauerpotenzial und so und erstmal wieder ziemlich weit unten angefangen. Oder es würde sich halt splitten und du würdest als Kleiner überhaupt gar keine Chance mehr haben, weil dann würde man nur noch auf die Seite von einem PewDiePie gehen, auf seine private Seite, wo er dann hochlädt, oder, und alle würden nur noch auf Gronkh.de gehen und da Let's Plays gucken, wo natürlich nur Let's Plays von Gronkh.de sind, oder alle würden dann nur auf die Seite von XY und Z gehen. Deswegen, ich bin ganz zufrieden, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Neuerungen ein wenig positiv entgegenseht, was man jetzt auch machen kann, man kann einen Kommentar schreiben, so lang wie er sein soll, ohne Zeichenbegrenzung. Das heißt natürlich, dass ich in meinen Analytics damit rechnen darf, dass ich weniger Kommentare kriege. Dafür werden die Kommentare länger. Wahrscheinlich. Die ein oder anderen. Das ist auch in Ordnung. Ich habe sogar schon einen richtig langen bekommen von Happyra und es war sehr angenehm, das zu lesen. Viel angenehmer als immer diese gesplitteten, weil dann hast du da 5 gesplittete Kommentare manchmal. Dann hast du da noch Leute, die darauf antworten. Dann hast du wieder den Kommentarschreiber, der darauf antwortet. Und dann hast du so ein Durcheinander, dass du keine vernünftige Konversation folgen kannst, weil du nicht weißt, wo vorne und hinten ist. Und ja, das macht es alles einfacher. Und natürlich gibt es auch Kritikpunkte, aber schauen wir mal. Wir heißen den Neuen willkommen und wir sind erstmal offen und tolerant ihm gegenüber. Und wir werden nicht so vervorurteilt sein. Ist das ein Wort? Wir werden nicht so vervorurteilt sein, dass wir ihn mit Vorurteilen bepissen und wegschicken. Das ist einfach, das macht man nicht heutzutage. Das macht man nicht mehr. Wir wollten doch nette Menschen sein. Mit gutem Deutsch.